Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich möchte euch heute herzlich willkommen zu heißen zu unserer Konferenz, die wir aufgesetzt haben. Und ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Erstmal vielleicht, worum geht es überhaupt in unserer heutigen Konferenz? Und dazu habe ich, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, als allererstes eine Frage an dich. Und zwar kannst du mir sagen, wann in deiner Stadt das Fajr-Gebet anfängt und wann du somit auch dein Fasten anfängst? Kannst du mir es mit Sicherheit sagen? Oder kannst du mir beispielsweise sagen, wann bei dir in deiner Moschee das Aisha-Gebet verrichtet wird? Und gibt es in deiner Stadt dazu einen einheitlichen Kalender, an den sich alle halten, und wird auch überall zur gleichen Zeit gebetet? Ich denke, das ist unsere heutige Frage, mit der wir uns beschäftigen. Und Allah sagt dazu im Koran, wahrlich, das rituelle Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Gebetszeiten vorgeschrieben. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute getroffen haben, weil wir uns eben über diese festgesetzten Gebetszeiten unterhalten möchten und diese Konferenz ins Leben berufen haben. Und der Verein, der das ganze Projekt schon begonnen hat und auch damit gearbeitet hat, ist der Förderverein Güte e.V. Das ist ein humanitärer Hilfsverein und er setzt sich eben für die Muslime in ganz Deutschland ein, für die Belange der Muslime in Deutschland, wie beispielsweise dieses Gebetszeitenprojekt jetzt heute. Aber es gibt auch andere Themen, wie beispielsweise die neue deutsche Koranübersetzung, an dem der Verein eben auch arbeitet, was natürlich ein Nutzen, inshallah, für die ganze Gemeinschaft in Deutschland ist. Genau das zum Hintergrund vom Verein. Und wie ihr sehen könnt, haben wir heute ein volles Programm für unsere Konferenz. Und das beginnt mit unserem Gärtenscheich Nail bin Randhan. Er wird uns in die Problematik einführen, in das Thema, wird uns erklären, um was es geht. Und er ist als Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Güte heute hier anwesend. Und als nächstes wird unser Gärtner Sheikh Farouk uns etwas über die islamischen Gebetszeiten erklären und eben die islamische Perspektive, wann zum Beispiel ein Gebet eingetroffen ist oder wann es nicht eingetroffen ist und damit eben die Definition, wann das Gebet beginnt und wann nicht. Unser Bruder hat Scharia an der Muhammad ibn Saud Islamischen Universität studiert und ebenfalls auch seinen Master in islamischen Studien hier gemacht und kann uns deshalb mehr über das Thema erzählen. Als nächstes, wie ihr seht, haben wir um 11 Uhr dann den Vortrag von unserem Bruder Sheikh Sami. Er wird dann etwas dazu erzählen, was die Astronomie zu diesem Thema beitragen kann und zu den Gebetszeiten oder welche Daten bei den Astronomen zur Verfügung stehen. Und unser Bruder hat an der TU Berlin Physik und Astronomie studiert und hat auch oder ist seit ca. 20 Jahren in der Betreuung von Moscheen und Gemeinden zu diesem Thema eben aktiv. Hat auch verschiedene Forschungsreisen zu den Gebetszeiten und auch Monatsanfängen unternommen. Genau, dann haben wir um 12 Uhr inshallah noch auch Erfahrungsberichte. Das heißt, der Förderverein Güte hat schon ein Jahr lang die Gebetszeiten in Heilbronn beobachtet oder gesichtet. Und durch dieses Projekt, dass dort ein Jahr lang eben die Gebetszeiten beobachtet wurden, gesichtet wurden, konnte alhamdulillah das Problem dann, ich sag mal, für die ganze Region gelöst werden. Und somit können wir halt in dieser Region hier alhamdulillah sagen, dass wir mit Sicherheit die Gebetszeiten wissen und auch wissen, wann das Gebet eintrifft und wann nicht. Und zu guter Letzt werden wir dann die Konferenz zusammenfassen mit unseren heutigen Ergebnissen und natürlich einem kleinen Appell an jeden, der heute hier ist und an diesem Projekt mitmachen möchte, inshallah. Genau, das war's von mir. Ich werde euch durch den Tag ein bisschen leiten. Hier haben wir noch etwas über das Koran-Projekt. Wie gesagt, der Förderverein Güte setzt sich eben ein für die Belange der Muslime in Deutschland und arbeitet unter anderem eben auch an der deutschen Koranübersetzung, was ein frei zugängliches Projekt sein wird. Das heißt, für jeden Muslim in Deutschland kann er dann den Koran auf Deutsch auch nachvollziehen und natürlich mit den Berücksichtigungen der arabischen als auch deutschen Sprache, die ja sehr besonders sind. Genau, das war's von mir. Ich würde sagen, ich übergebe somit an unseren Sheikh Nail und übergebe das Mikrofon.